Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG-Fan. Es geht weiter mit Nerim at Fate's Edge. In der letzten Folge habe ich einen Kopfgeldauftrag erledigt und diesen kann ich dann in der Burg Steinfeld abgeben. Außerdem habe ich sogar eine Aufgabe, die ich auch in der Burg Steinfeld angehen kann. Ich habe nämlich einen Anschlag gelesen, der sich an unerschrockene Krieger wendet. Wer sich berufen fühlt, der Gefahr ins Gesicht zu blicken, darf sich bei Antoniette Bodenbrook, der Gräfin von Burg Steinfeld, zu einer anspruchsvollen Aufgabe melden. Das will ich machen. Vorher will ich dennoch diese neu entdeckte Stadt von mir kurz anschauen. Die heißt Furzan. Einfach Furzan. Anscheinend so ein kleineres Dorf oder sowas. Genau, Unterkunft zum rauschenden Erodis. Wahrscheinlich die da oder welche Unterkunft oder die da? Also. Aha, die Hexenglocke für unsere Sicherheit. Interessant. Bürger von Nerim, wie lange schon musstet ihr die Nächte in ständiger Angst verbringen? Habt kein Auge zugetan oder auch in Albträumen gewälzt, weil in euch die Furcht vor einer unermesslichen Grausamkeit hauste. Die Furcht vor der Magie, Hexen, Magier, Scharlatane und anderes Gesinde suchen regelmäßig die Siedlungen heim, stahlen mit ihren Geistertricks die Kinder und ließen mit ihren Flüchten die Ernten verrotten. Das alles hat nun ein Ende. Unser Kanzler Baratheon hat Anweisungen erlassen, in jeder Siedlung des Reiches einen Glockenturm zu errichten. Diese Türme erkennen, wenn in ihrer Nähe Magie gewirkt wird, und schlagen umgehend Alarm. Unsere Soldaten können den Delinquenten dann seiner Strafe zuführen. Ich habe so ein bisschen das Problem mit diesem T, also. Naja. Aber funktionieren die Glockentürme nicht auch mit Magie? Fragt ihr euch? Das ist richtig. Doch manchmal muss Feuer mit Feuer bekämpft werden. Gegen die Plage des Magieparks ist Magie die einzige Rettung. Die Zauberei, mit der die Glocken funktionieren, ist vollkommen harmlos und kann niemandem Schaden zufügen. Sobald Hexen und Magier keine Gefahr mehr darstellen, werden die Türme ohne Umschweife abgebaut und ihre Magie zunichte gemacht. Es geschieht für die Sicherheit der Bürger Nerims. Überlegenheit durch Stärke, Stärke durch Einigkeit. Wow. Also es sind hier Glocken. Ach da, und wenn ich jetzt also Magie wirke, Moment. Ja, Tatsache, die Glocken funktionieren. Okay. Leute, aber greift mich jetzt bitte nicht an. So, was haben wir denn hier eigentlich? Ursan Bauernhaus. Ja, ich glaube, in den Bauernhäusern habe ich jetzt nichts zu suchen. Wobei, dieser hier ist tatsächlich sogar nicht... Ach nee, doch. Also rot bedeutet, ich darf da nicht rein. So, hier ist ein Verkäufer oder so. Antonia. Urstan Antonias Wagen. Wenn ihr Heilmittel und Kräuter sucht, aha, seid ihr hier richtig. Nun, Antonia, wie bist du mir denn gesinnt? 100. Warum mögen die mich denn alle? So, ich muss tatsächlich alles, wenn ich Alchemie machen will, wenn ich etwas brauen will, dann muss ich mir tatsächlich dieses ganze Zeug wie in Oblivion kaufen. Allerdings ist es sehr teuer, deswegen warte ich, bis ich welches finde. Bis dahin kann ich mir vielleicht so einen Genesungstrank mal leisten für 16 Goldstücke. Ah, 31 ist schon wiederum zu viel. Also ich bin zurzeit richtig arm, ne? Richtig pleite. Okay, das war's auch schon mit diesem Städtchen. Hier eine sichere Truhe. Ich habe nicht mal einen Verkäufer gesehen. Das kann doch nicht sein. Leute. Keine Verkäufer hier. Da ist irgendwie noch so ein Wagen. Das sind bestimmt Banditen. Da sitzt doch jemand. Na? Das ist wahrscheinlich so ein Schwarzmarkthändler oder sowas. Finstere Gestalt. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Aha, Illusionsschütze. Sicherheit. Was ist denn Sicherheit? Was soll das bedeuten? Okay. Aktuelle Lernpunkte 13. Okay, aber was soll Sicherheit? Zauberspruch kaufen. Sucht euch in Ruhe was aus. Auge der Mitternacht, das ist übrigens eine geile Sache. Infravision.
Da sieht man tatsächlich Kreaturen, die lebenden Kreaturen sieht man, wie mit so Infra, also Ultrarotlicht quasi. Man sieht ihre Wärme. Voodoo-Auge zeigt Stufe an Ziel. Mit einer Schale Lehmen, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, kann ich die denn dann benutzen auch? Falscher Charme, Bezauberung, 7 Punkte, nur 11 Gold. Das ist nicht schlecht. Das kann man tatsächlich fürs Kaufen und Verkaufen benutzen. Erleuchtung Rang 1. Licht. Aha. Wobei ich habe Fackel, das brauche ich nicht. Und das ist eine gute Sache eigentlich. Aber für einen Jäger, für jemanden, der sich versteckt mit dem Bogen, aber mit Schwert? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Gegenzauber. Stille für 5 Sekunden. Das heißt, die Magier können ihre Magie nicht mehr nutzen. Es ist halt alles ziemlich gut. Zeigt Stufe an. Falscher Charme. Nehmen wir. Und Erleuchtung. Auge der Mitternacht. 50 Goldstücke. Ah, ich bin so geizig. Ich bin viel zu geizig. Ich nehme es trotzdem, weil ich mich erinnern kann aus Oblivion, dass es eine geile Sache ist. Und ich hoffe, ich kann das auch nutzen. Genau, Auge der Mitternacht. Nehmen wir doch mal auf 3. Und Lebensenergie wiederherstellen nehmen wir mal jetzt auf 4. Okay, so. Also 3. Ja, eure Fähigkeitsstufe reicht nicht aus. Ich habe es umsonst gekauft. Schade. Also muss ich doch Magie ein bisschen steigen. Sondern nochmal schauen, was hier ist. So, Magierpark gehört verbrannt. Oder bestenfalls gleich verbrannt. Was? Oder bestens. Oder bestens. Schwierig, schwierig das zu lesen. Zauber, Magier, wie sie heißen, wollen wir ins Feuer schmeißen. Aber Leute, versteht mich nicht falsch. Ich finde das gut, dass man solche Schrift hier verwendet. Und das ist ja normal, dass die Schrift, also wir befinden uns quasi in einer Zeit, die wahrscheinlich so unserem Mittelalter gleicht. Und das ist normal, dass die Schrift ein bisschen anders war, ein bisschen prunkvoller. Und die Schrift von damals können wir ja auch schlecht lesen, von daher. So, ich muss jetzt also nach Südwesten zu Steinfeld. Südwesten, Südwesten. So, also tatsächlich so dahin. Nicht dahin, wo ich herkomme, aber was soll's. So ist es nun mal. So, Westen, Südwesten. So wie... Ach so, ja, stimmt, ich bin ja hier. Ich gehe mal durch die Brücke da. Darf ich den Esel benutzen? Nein. Er hat keinen Sattel. Ich laufe mal durch die Brücke da oben. Ein richtiger Mensch. Wow, auch diese Zäune aus Holz hier, richtig gefährlich eigentlich. Heutzutage macht man sowas aus Metall, damit keiner rüberklettern kann. Und hier aus Holz. Riesenschirmling. Die Alchemie muss ich auch mal machen. Ich weiß nicht, ich will einfach alles machen, aber das wird wahrscheinlich schwierig sein. Einfach alles zu machen. So, bin ich denn jetzt richtig? Da muss ich hin. Naja, mehr oder weniger, würde ich sagen. Erodis. Ich will mal sehen, was das hier für Steine sind. So, da habe ich ja letztens gekämpft mit Krabben und so weiter da unten. Oh, schnell, 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 schnell. Sowas bricht immer durch. Ey, was sind das für Brücken, die hier durchbrechen? Leute, was... Zum, da sind schon Leute runtergefallen sogar. Da unten gibt es sogar Sachen zu holen, weil da immer wieder Leute anscheinend runtergefallen sind. Beziehungsweise jemand wahrscheinlich, irgendein Händler mit der Kutsche oder sowas. Ist auch geil. Ist eigentlich wieder eine kleine
Geschichte, die man sich so ein bisschen ausdenken kann, was hier passiert ist, ne? Hier kann man dann hochklettern zu diesen Steinen. Diebes... Oh, wow! Diebesstein! Fürstinnenstein! Was zum... Liebenden Stein, Magierstein, Ritual, Schlangen. Nee, Leute, das kann doch nicht sein. Hier also alle Steine, der große Steinkreis. Wie geil. In Erodis also. Direkt neben Furstsanden, bla bla. Lehrlings, Atronach. Ist Ritualstein, Schlange. Ach, ich kann nichts annehmen, oder was? Nee. Leider keinen der Steine annehmen. Ionestein. Und gibt es hier auch Kriegerstein? Sitius, oho, okay. Magnus. Diebes. Okay, also ich habe den Kriegerstein jetzt nicht gesehen. Egal. So. Nochmal, also. Südwesten, nicht vergessen. Südwesten. Da muss ich hin. Ist, glaube ich, auch nicht so schlau, jetzt durch den Wald hier zu laufen. Ich versuche hier runter zu kommen. Das ist ein richtiger Bergsteiger. Ich glaube, das ist zu hoch. Nee, geht. Uiuiui, aber das könnte zu hoch sein. Komm. Nee, alles gut. Ja, das ist so eine Sache hier mit dem Teleportsystem. Ich muss erstmal die Teleporter finden und ich habe keinen Teleportstein zu Steinfeld gefunden. Ich habe einen zur Abtei. Okay. Na komm. Oh, und da ist ein Bär. Mit Bären habe ich noch nicht gekämpft. Oh nein! Wieso denn beide auf mich, Mann? Solltet ihr nicht verfeindet sein, so Katzen und Bären? Na gut. Der Bär liegt ja gleich. Er hält anscheinend nicht viel aus. Ist ja nur ein Schwarzbär. Oh Gott. Was? Ist da noch ein Vieh? Moment. Ein Genesungstrank habe ich irgendwo. Zwei, sehr gut. 11 Punkte, also 35. Ah, ich nehme mal den Standard. Oder den Ranzigen. Ich nehme erstmal den Ranzigen. Ist doch nur ein Puma. Beziehungsweise, was bist du denn? Gipfeljäger wieder. Schade, dass ich dir den Fell noch nicht nehmen kann. So, was ist denn jetzt? Ich hatte doch Lichtfunke auf A4. Ah, Bärenfleisch. Wiegt gar nichts. Nice. Seit wann wiegt Bärenfleisch gar nichts? Was wächst hier denn bei euch? Weizenstängel. Darf ich einfach nehmen. Okay, und was ist da jetzt für eine Versammlung? Moment, was haben wir denn hier? Wow. Weinbären. Schön, dass man hier bei den Bauern einfach alles nehmen kann. Hier irgendwie auch. Alles voller Bären. So, was ist denn mit euch? Was habt ihr euch denn hier versammelt? Komisch. Und endlich vor den Toren der Stadt. Was bist du denn? Ich habe mehrere Leute sagen hören. Ein Reisender, der einfach hier so rumrennt. Also die Leute sind hier echt drauf. Da ist ja der alte Bekannte, der wahrscheinlich auch die gleiche Mission machen will wie ich. Hat er mir jetzt vielleicht mehr zu sagen? Ja, bitte. Ihr wundert euch wohl, was eine Gruppe bis an die Zähne bewaffnet. Er sagt mir immer noch die gleichen Sachen. Nein, kein Interesse. Schade. Das sind halt alles gestandene Krieger. Unmöglich. So, dann jetzt erstmal kurz zu der Anschlagtafel. Wo war die denn? Wo war die denn nochmal? Und dann schnell zu der Königin. Ah, hier war sie. Ich hoffe, das ist die richtige. Und? Ja, 150 Gold aufhalten.
Ich erhielt das ausgesetzte Kopfgeld 150 Gold für den Tod des grobschlächtigen Kurtus, der von einer Krabbe getötet wurde, wohlbemerkt. Weiter. Kann man gleich eine neue annehmen? An diesem Brett wurden einige Gesuche aufgeheftet, daher auch Kopfgeldaufträge für gesuchte Verbrecher. Ich kann also direkt einen neuen annehmen. Ja, und welchen? Gesucht. Auf Bertulus, den Schlitzer, ist ein Kopfgeld von 200 Goldstücken ausgesetzt. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Er haust in einem alten Wasserwerk südlich der Duran-Mine. So, diese Mission werde ich jetzt noch nicht aktiv schalten, denn ich habe ja diese hier. Welche war das nochmal? Das. Räubernest, genau. Karte. Gesucht und leer, okay. Und dann zu der Königin. Ihren Sitz. Ah, hier kann ich. Das ist doch eine Kochstelle, oder? Feuerstelle. Braten, kochen, backen, nichts. Man kann braten, man kann kochen und backen. Also braten kann ich wahrscheinlich Bärenfleisch, Eberfleisch, ja, ja. Machen wir mal Bärenfleisch, zwei gebratene. Nice. Kann ich von dem Schweinchen was nehmen? Geil. Das ist ja wie in Gothic, dass man daran drehen kann. Nur, dass wir keine Animation dazu haben. Dreht sich das Schweinchen also. So, Kuchen. Habe ich... aha, Schinkenräuchern. Eber- oder Rindfleisch. Habe ich beides. Rattenfleisch kochen. Krabbenfleisch kochen. Hackauflauch. Fleisch, Zwiebel, Salz, Brot. Nice, das mache ich einmal. Oh, werde ich gleich schauen, was es so bringt. Backen. Brot, Mehl und Salz. Das ist so geil, dass es hier so viele Rezepte gibt. Man kann richtiger Koch werden. Süßkuchen, Mehl und Honig. Milchsemmel, Mehl, Milchdistelsamen. Ich weiß zwar nicht, ob das gut oder schlecht ist, dass ich gleich, wenn ich die Zutaten habe, dass ich auch die Rezepte dazu habe. Sofort und sie nicht suchen muss. Mach mal einen Süßkuchen. Oder haben wir doch nicht genug Zutaten gehabt? Backen. Mehl, Milchdistelsamen. Ah, okay, dazu haben wir nicht genug Zutaten. Und Brot, Mehl und Salz? Nicht mal dazu, okay. Nochmal kochen. Krabbenfleisch kochen, das habe ich tatsächlich. Ja, zwei. So, Rattenfleisch, Schinken räuchern. Nice. Und jetzt ins Inventar. Wo befindet sich denn das gekochte Zeug von mir? Apfel, aha, hier. Unter Zutaten oder was? Nee. Doch, tatsächlich. Unter Zutaten. Lebensenergie wiederherstellen. Wie gut wirkt das, ist natürlich die Frage. Nehmen wir auf 3. Gekochtes Krabbenfleisch. 6, okay. Also 3 und 6. Werde ich mal ausprobieren. So, hier war die Pferdeverkäuferin. Ah, und hier war die Burg, oder? Ja, Burgsteinfeld, die Thronhalle. Endlich wieder die Königin. Die Gräfin, was hat sie uns zu sagen? Die Gräfin, nicht die Königin. Antoinette Bodenbruck. Bitte? Wer von diesem unzuverlässigen Gesocks hat euch erlaubt, mir eine Aufwartung zu machen? Nun? Ich habe euren Anschlag gelesen. Na, sagt es doch gleich. Fast möchte ich sagen, ihr kommt wie gerufen, wenn so etwas meiner würdig wäre. Ist es aber nicht. Wisst ihr warum? Ich bin Antoinette Bodenbruck. Versteht ihr? Mein Familienname ist Bodenbruck. Das bedeutet, dass ich aus keinem geringen Hause komme. Lasst euch das gesagt sein. Sagt mir irgendwie nichts. Ich regiere über diese Burg und mein Land. Kurz, alles hier gehört mir. Bevor ihr euch also anschickt, euer frivoles Mundwerk nochmals zu öffnen, solltet ihr bedenken, mit wem ihr es zu tun habt. Fräulein, ich will doch für euch arbeiten. Kommen wir zum Geschäftlichen. Gewiss wollt ihr wissen, worum es sich bei der anspruchsvollen Aufgabe handelt, die ich verkünden ließ. Unweit von hier, auf meinem schönen Land, hat sich eine Gruppe von Räubern und Banditen niedergelassen. Lumpen und Gauner, mehr nicht. Allesamt Geschmeiß. Ja, ja, Geschmeiß. Schlimmer noch als der gewöhnliche Pöbel, als das Volk. Diese Banditen schaden meinem Ruf aufs Äußerste. Das kann ich mir nicht länger bieten lassen. Eine Bodenbruck lässt sich nie etwas bieten.
Ich will, dass dieses Räubernest ausgeräuchert wird. Vollkommen. Ach, ich echauffiere mich schon wieder viel zu viel. Belassen wir es dabei. Die anderen Kämpfer müssten draußen vor der Burg sein. Dort machen sie wenigstens nur das Trottoir schmutzig. Ein gewisser Handor wird den Angriff anführen. Mhm. Ihr sprecht besser mit ihm. Ich möchte mich ungern mit Schlachtplänen abgeben. Über eine Entlohnung reden wir, wenn ihr zurück seid und Erfolg hattet. Ich hoffe, ich werde gut entlohnt. Enttäuscht mich nicht. Ihr könnt jetzt gehen. Das ist halt so passend, so atmosphärisch, wie sie über das einfach Erfolg redet, ne? Richtig, eine richtige Gräfin. Also diese ganzen gestandenen Krieger da haben sich versammelt, um diese Banditen anzugreifen. Was erwartet uns denn hier? Wie krass schwer muss es denn sein, wenn diese gepanzerten Krieger hier... Wo waren die denn nochmal? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen oder was? Mann! Wie kann ich mich denn in so einer kleinen Burg verlaufen? Also da stehen die. Okay, was haben wir hier? Außenmauer. Und zwar diese Krieger hier mit ihren krassen Rüstungen. 1, 2, 3, 4. Anführer der 5., ich der 6. Und der kommt wahrscheinlich auch noch mit. Wir alle gehen, diese Aufgabe zu machen. Dann erwartet uns da anscheinend eine Armee oder so. So, Entschuldigung. Okay, also Handor. Wart ihr etwa bei Madame Bottenbrunk und habt euch für diese Aufgabe gemeldet? Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir jetzt genügend Kämpfer. Jemanden wie euch brauchten wir noch. Und das ist nicht einmal ironisch gemeint. Die Lage ist folgende. Die Banditen haben ein Fort errichtet und können sich daher gut verteidigen. Unser Angriff wird deshalb von zwei Seiten gleichzeitig erfolgen. Dafür teilen wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine führe ich, die andere Theophil hier. Ihr werdet mit ihm mitgehen. Ich leite eine Attacke von vorne, während Theophil und seine Männer das Fort von hinten stürmen, um die Banditen in die Zange zu nehmen. Das ist simpel, dürfte aber genügen, um erfolgreich zu sein. Wir gehen erst einmal zusammen in Richtung des Räubernests. Kurz davor werden wir uns dann trennen und unsere Positionen beziehen. Ihr seht aus, als ob man sich auf euch verlassen kann. Nice. Deshalb gebe ich euch das Horn, mit dem wir zum Angriff blasen werden. Wenn beide Gruppen in Stellung sind, gebt ihr das Hornsignal und wir können gemeinsam losstürmen. Ich kriege also das Horn. Wisst ihr, ich möchte das Horn nur ungern diesem Theophil geben. Er ist ein wenig nervös, scheint es mir. Ihr seid von ruhigerer Natur. In der Truhe dort werdet ihr noch einige Tränke finden, falls ihr welche braucht. Können wir aufbrechen? Oder habt ihr vorher noch eine Kleinigkeit zu erledigen? Na, ich würde gerne die Tränke nehmen, mein Freund. Einen Moment noch. Trödelt aber bitte nicht zu lange. Und zwar... Genesungstränke, nice. Drei. Und den Horn hat er mir noch nicht gegeben. Also, eine richtige Kampfstrategie hat er schon. Also, wie schaut... Es kann losgehen, brechen wir. Das ist ein Wort. Folgt uns einfach. Wir wissen, wo sich das vorbefindet. Nice. Er hat aber vergessen, mir das Horn zu geben, nämlich gesagt. Wobei, schaut euch diese Axt an, die er hat. Wie krank. Was ist das für ein Ding, Mann? Da bin ich ja mit meinem Schwertchen Witz dagegen. Frag mich, zu welchem Fort er jetzt läuft. Ob ich den schon irgendwie gesehen... Aha. Tatsächlich irgendwo hier hin. Moment. Aha. Ledur. Wahrscheinlich hier irgendwo, so. Na komm. Da war ich ja schon. In diesem kleinen Wagen. Da war ja irgendwo noch die Höhle, in die ich nicht rein konnte, weil das Spiel sich aufgehangen hat. Schade. Ich hoffe, irgendwann kann ich dahin. Da waren halt sowas wie Ogre drin. Wow, was machst du da mit deiner Hand? Junge. Moment, ich muss noch Blümchen pflücken. Und weiter geht's. Wie es sich für einen richtigen Krieger gehört. Da wären wir. An dieser Stelle trennen wir uns. Wie ich schon sagte, werdet ihr mit Theophils Gruppe mitgehen und zu gegebener Zeit zum Angriff blasen. Ich zähle auf euch. Viel Glück und bleibt standhaft. Ich versuche es nicht zu verkacken. Theophil? Kommt einfach mit.
Wenn ihr uns folgt, werdet ihr euch auch nicht verlaufen. Geht also dahin? Ich gehe hier hin. Leute, man seid mir ein bisschen zu schnell. Ich sehe kein Fort. Wo seht ihr denn hier ein Fort? Was? Wird ihr Ledo angreifen oder was? Da sind wir. Ihr solltet jetzt ins Horn blasen, damit Handor weiß, wann er anzugreifen hat. Tut es einfach. Ja, werde ich machen. Moment. Ich will erstmal schauen, was ihr angreifen wollt hier. Hier, oder? Okay, ich blase in das Horn. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie verkacke oder so. Nur, wo finde ich das? Ah, so, was ist das? Ein Rechen. Wo ist ein Horn? Ach, da. Signalhorn. So, möchtet ihr zum Angriff blasen? Ja. Da-da. Auf geht's! So, wohin, Leute? Aha, okay. Das ist tatsächlich so eine kleine Holzburg. Alle, die ihr aufrecht seid, bekämpft nicht mehr diese Männer. Helft, den feigen Angriff zurückzuschlagen. Tötet Handor und seine Gehilfen. Ich muss mich entscheiden. Quest aktualisiert. Kaum hatten wir das Fort gestürmt, rief Theophil dazu auf, die Seiten zu wechseln. Anscheinend macht er gemeinsame Sache mit den Banditen. Wenn ich überleben will, muss ich mich schleunigst zu Handor durchschlagen. Okay, ich kann mich nicht für die Banditen entscheiden. Dann Fleisch essen und... Hä? Ich kann ihn nicht schlagen. Was... Wer schlägt mich? Wer schlägt wen hier? Also den hier muss ich weghauen, ne? Ja. Die halten ja was aus. Die halten echt was aus. Das wird ja langsam unübersichtlich hier. Ist das eine Banditin hier? Hey, Junge! Übergelaufener Soldat. Gut, dass er nur mit Fäusten kämpft. Richtiger Boxer. Was für ein Idiot. Kommt zu einer Schlitzerei mit den Blassen. Was? Mit den Fäusten? Leute! Wir verlieren, würde ich sagen, oder? Kann ich hier drauf springen? Ja. So, jetzt wird's geschlitzt. Was? Du kannst doch nicht sein, dass du mich hier triffst. Junge. Ja. Okay, also ich weiß nicht, was Handor macht. Genesungstrank. Die schlitzen mich hier. Wieso schlitzen sie mich denn hier? Ist Handor tot oder so? Okay, also ich hätte wirklich schauen sollen. Der da ist fast tot. Ich hätte wirklich schauen sollen, welchen Level diese Quest braucht. Das ist eindeutig höheres Level. Okay, wenigstens einer liegt. Jetzt greife ich doch noch zum Bogen, obwohl ich eigentlich mit Schwert kämpfen wollte, aber das sieht mir einfach zu krass. Und so kann man gewinnen, denn die sind langsam. Die haben schwere Rüstungen. Da kommen noch welche. Da kommt wieder ein Anführer. Und der ist schneller. Der rennt schneller. Das ist nicht gut. Ich versuche hier mal zu essen wieder. Was mir hier? Aua! Was? Ach, die schießen wahrscheinlich. Okay. Muss ich einfach hin und her rennen. Der trifft verdammt. Ich sehe ihn nicht. Der trifft einfach jeden Schuss, trifft er mal. So. Hatte ich da noch Essen? Irgendwo hier auf 6. Bringt mir nichts mehr. Also weiß ich nicht. Also ich schaue mal einfach interessenshalber, welchen Level das braucht. Steht nicht drauf. Eindeutig einen höheren. Wie gut er ist. Glaube ich nicht. So. Na? Da ist ein Bogenschütze. Moment, was hast du Interessantes dabei? Seine Rüstung nehme ich mal mit. Wenn ich sie tragen kann.
Eisenbahnschienen. So, okay. Ein Set der Eisenrüstung habe ich. Und vielleicht noch kurz... Vielleicht noch kurz was essen. Schinken, Lebensmittel wieder herstellen. Nehmen wir mal wieder auf 3. So, nice. So, wo finden denn die Kämpfe statt? Irgendwo hier. Ach, jemand. Jo, gute Arbeit, Junge. Bleib einfach stehen, du Düde. Lass mich einfach alleine kehren. Achso, der ist quasi tot, okay. Da, da ist deren Anführer. Come on. Was ist? Ja, viel. Ich hoffe, die Quest hat sich jetzt nicht verbuggt. Also Theophil ist nicht angreifbar. Die anderen... Was macht ihr denn hier? Theophil ist zu den Banditen übergelaufen. Was? Wie bitte? Was sagt ihr? Er ist übergelaufen? Etwa mit all seinen Männern? Ja, mit all seinen Verdammter Männern. Verdammter Mist. Hört zu, ihr müsst ihn so schnell wie möglich erledigen. Bestimmt ist auch er irgendein Banditenanführer. Und wenn er stirbt, wird das ihren Mut schnell schwinden lassen. Okay. Jetzt wird er angreifbar sein. Das war also einfach nur ein Skript. Und wieder hat er aber ein paar Helfer irgendwie dabei. Mann, die sind so viel besser. So sind sie so gut. Sie trifft und ich treffe nicht. Hey Leute. Jetzt seid ihr denn. Schnell sind sie auch nicht. Hier ein paar Pfeile. Ja, 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 komm, greif sie von hinten an. Ich habe keinen Schinken mehr. Sehr gut, er hat wirklich einen starken Schlag, wenn er trifft. Sehr gut. Dann haben wir... Dietrich. Los geht's. Ich habe keinen Schinken mehr. Vielleicht mal schnell ein Fliegenpilz. Brotlaib, Lebensenergie wiederherstellen. So, den anderen hat er schon getötet, oder was? Wahrscheinlich der hier. Und das ist Theophil? Nee. Alter. Hey Theophil! Ja, da steht er. Der Verräter. Ja. Da hat er sich verbuggt. Ja, ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Oder aber ich versuche gegen ihn zu kämpfen. Versucht nicht erst mich aufzuhalten. Da kommt ihr. Werdet so wie. Uff. Uff. Moment. So. Ich nehme einen Genesungstrank und ein Bier. Starkes Bier. Und ich nehme meinen krassen Schwert auf 5. Ne, Moment. Wo war denn mein krasser Schwert? Mein langer Schwert. Ich hatte doch ein Langschwert. Kurz. Ich hatte doch einen Zweihand-Langschwert. Wo ist der denn, Mann? Habe ich ihn nicht mehr? Ich habe ihn verkauft, glaube ich, weil ich dachte, dass der scheiße ist. Aber jetzt würde er mir wirklich helfen. Jo. So kann man es auch machen. Ich habe einfach gar nichts gemacht in diesem Kampf. Alles hat der hier erledigt. Geschafft. Theophil richtet keinen Schaden mehr an. Ich stelle mich wieder mit Handor zusammen. Ich sollte mich wieder mit Handor zusammenschließen. Das wird sie verunsichert haben. Kommt jetzt. Wir werden uns zusammen den Räuberhauptmann vornehmen. Er hat sich mit Sicherheit in die große Hütte verkrochen. Ach so, es gibt noch einen Hauptmann. Die Türen sind verschlossen. Aber wenn Theophil zu den Banditen gehört, besitzt er vielleicht auch einen Schlüssel. Aha. So. Dann Momentchen mal. So, den Genesungstrank mache ich schon mal bereit. Ach, so Theophil. Der hatte Pfeile. Der hatte ein rundverziertes Eisenlangschwert, der 7 Schaden macht. Na gut, sowas ähnliches. Banditenhütenschlüssel. So, Verräter Theophil. Dann gehen wir mal den Hauptanführer der Banditen fertig machen.
Räuberlagerhaus. Hier wäre der Eingang. Oder aber wahrscheinlich hier, oder? Mhm. Nee, das war ja Lagerhaus und das ist Räuberlagerhaus. Nee, Moment. Ja. Unmöglich. Und hier? Ah, hier dürfte ich sogar rein. Erstmal untersuchen, was hier ist, bevor ich weitergehe. Schön, wenn man sich halt das alles so erleuchtet wird. So, was haben wir denn hier? Genesungstrank. So, ansonsten dunkelgrünes Hemd, Lederhose. Hier wieder was Kostbares. Aha. Hochzutaten. Bier. Bier nehmen wir immer gerne mit. Es gibt uns Kraft für einen Krieger. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, der ist böse. So, na gut, okay. Also hier wird unser Anführer sein. Im engsten Raum. Billiger Wein. Geschicklichkeit, Intelligenz, Charisma, Bier. Gibt 6 Stärke. Reinkippen und in den Haus. Da ist der Anführer. Und er geht auf mich los. Und er hat einen starken Schlag. Ja, ja, ja. Mann, hier ist wirklich eng. Er darf mich mit seinem langen Schwert nicht treffen. Er hat mich einmal getroffen und es ist fast die Hälfte der Lebensenergie weg, Leute. Also, come on. Und ich will den letzten Schlag machen. Oh Gott. Frei, Genesungstrank. Ja. Gut, ich habe nicht den letzten Schlag gemacht, aber... Ich denke, hier werden sich in nächster Zeit keine Banditen mehr niederlassen. Wir haben ihnen eine ordentliche Lektion erteilt. Aber was für eine Schweinerei. Ich wette, Theophil und seine Mannen haben von Anfang an zu den Banditen gehört und haben sich eingeschleust, um unseren Plan zunichte zu machen. Und ich habe euch auch noch in seine Gruppe gesteckt. Tut mir leid, aber das konnte ich ja nicht wissen. Nun sollten wir uns aber unsere Belohnung bei der Madame abholen. Meint ihr nicht auch? Also, da ich die ganze Arbeit gemacht habe, kriege ich die Belohnung. In Wirklichkeit habe ich wirklich gar nichts gemacht. Ich habe ja so gut wie keinen Schaden angerichtet mit meinen Schlägen. Peinlich. Es war, glaube ich, noch zu früh für diese Quest. Alles hat Handor gemacht. So, was hat er denn hier? Banditenhauptmann. Ah, er hat einen krassen Feinstahl-Zweihänder, der 14 Schaden macht. Und er hat eine runenverzierte Rüstung. Eine schwere Rüstung. So, ich trage zu viel, aber Moment, ich werde jetzt mal so ein paar Sachen checken. Ich habe natürlich verzauberte Sachen an. Die Hose gehört sogar zu irgendeinem Set. Und die ist auch schwer. Also die lasse ich. Also ich will ja schwere Rüstung tragen. So, dann, was habe ich denn auf meinem Torso an? Das ist leider eine leichte Rüstung. Die muss ich ausziehen, früher oder später. Aber wenn ich sie ausziehe, dann will ich auch eine viel bessere anziehen. Die hier hat 3 Schutz, die hier hat 4 Schutz. Und sieht so fett aus. Hm. Wie gesagt, ich weiß, dass diese hier eigentlich bessere Boni bringt. Aber ich will nicht schleichen, Geschicklichkeit ist mir egal. Und Akrobatik, naja, wie gesagt. So, mein Helm, der ist auch richtig geil. Willenskraft und Magiker wird gefestigt. Der macht aber kaum, der gibt mir kaum Schutz. Aber dieser Helm auch nicht, also lasse ich erstmal. So, dann jetzt die Waffe. Die Waffe war ja hammermäßig. Wo war die denn? Hier. 14 Schaden, what? Nehmen wir doch mal auf 6. Und dann werde ich auch 2 Hände benutzen können. So, ansonsten Stiefel. Was habe ich denn da an eigentlich für ein Zeug? Leichte Rüstung, 1 Schutz. Und hier ist schwere Rüstung, auch 1 Schutz. Aber schwere Rüstung, die ziehen wir an. Jetzt werde ich zwar mehr Krach machen, aber das gehört mehr. Das ist einfach mehr mein Style, wie ich spielen möchte.
So, dann Handschuhe. Ich habe so Eisenbeinschienen. Und ich habe diese lasse ich. Und was ist jetzt? Und verrostete Eisenhandschuhe habe ich. Und hier gibt es leichte Handschuhe. Steilhandschuhe, die ziehe ich an. So. Gut. So sehen wir also jetzt aus. Nur noch der Helm müsste irgendwann gewechselt werden. Ach so, und ich kann natürlich nichts tragen. Seine Rüstung war ja schlechter. Ne, die hatte ja nur 2. Okay. Noch ein paar Sachen jetzt wegwerfen. Was wiegt denn so viel? So. Das wiegt 11. Und kostet 80. Das wiegt 7. Kostet 50. Mann. Okay, ich werfe jetzt einfach irgendwas weg. Das war alt. Oh ne, Mann. Wie war denn das Wegwerfen schon wieder? Ne, Shift. Ja, jetzt. Shift und Mausklick. Jetzt weiß ich es wieder. So, 3. Ich kann immer noch nicht laufen. Beinschienen. 4. Jetzt geht's. Okay. Sonst nichts zu holen hier im Haus. Weil. Hier vielleicht. 10 Tassen. Aha, was zu essen. Milchsemmel. So, wieder Kochzutaten. Ich habe euch halt jetzt nicht überladen. Okay. Gut, dann ab zu der Gräfin, um meine Belohnung endlich abzuholen. Nicht, dass mein Begleiter jetzt ihr erzählt, dass ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Einen Moment. Was sind das da für Ruinen? Oh, nee. Das ist einer dieser Spinnen. Ich nehme meinen krassen Schwert. Oh, nein. Mann, sie schießen... Oh, die machen so viel Schaden. Die schießen einen wirklich in den... Also dahin, wo man hinläuft. Versteht ihr? Das ist... Die sind richtig schlau. Die sind einfach nur schlau. Na komm. Ey, die macht mich einfach fertig. Genesungstrank. Scheiß Spinne. Aber mit diesem Schwert mache ich ihr guten Schaden. Ja. Ja. Das ist einfach mal eine Waffe von Feinsten. Einfach wirklich, also besser als meine Kurzschwerter. Die haben wirklich weder Range noch irgendwas. Was ist das denn für ein Eiselementar? Ich glaube, ich sollte hier wirklich weg. Es ist noch zu früh für solche Ruinen. Ich will nur schauen, ob die schon auf der Karte entdeckt sind. Nee. Also ich versuche doch mit ihm zu kämpfen. Einmal speichern. Und versuche mit ihm zu kämpfen. Was? Wildschwein auch noch? Ach, er geht auf das Wildschwein los. Ich mache ihm guten Schaden. Ich mache ihm guten Schaden, Leute. Ich mache ihm guten Schaden. Er geht nicht auf mich, sondern auf das Wildschwein los. Gott. Okay. Man muss aufpassen, dass er da für Magie wirkt. Da kommt sein Kumpel. Wie unfair ist das denn? Nee. Ich kämpfe nicht mit beiden von euch. Also ich könnte es mit einem aufnehmen. Aber nicht mit beiden. Ich erinnere daran, ich bin immer noch auf dem Weg zu der Festung Steinfeld gewesen. Ich will nur schauen, was es hier für Ruinen sind. Aber hier in den Ruinen waren anscheinend diese Wächter. So, Akrobatik verbessert. Oh Gott, da sind sogar Feuerelementare. Die schießen bestimmt. Ich will endlich diese Ruine hier einfach entdecken, um sie dann später zu besuchen. Elementarschmiede Beldur. Eine Elementarschmiede. Ich werde die bestimmt besuchen, wenn ich einen höheren Level habe. Wer weiß, was man hier schmieden kann. Dieses Wildschwein rennt ihm immer noch hinterher. Und was? Wer bist du denn? Nee, das war's. Lasst mich in Ruhe. Weiß nicht, warum dieser Typ mich auch noch angreift. Bist du? Junge! Kampfmagier! Okay. Ich mache ihm guten Schaden, aber er mir auch. Bitte noch einen Genesungstrank. Nein, ich habe keine Genesungstränke. Egal, essen.
Abwehr, Ausdauer wiederherstellen, machen wir. Ein bisschen Ausdauer wiederherstellen, ein bisschen Essen, Lebensenergie wiederherstellen und weg, 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 weg. Mann, beweg dich. Und der Magier rennt schnell. Magier rennt schnell. Boah, das werde ich noch niemals überleben. Er hat halt leichtere Rüstung als ich, deswegen rennt er so schnell. Mann, warum regeneriert sich denn meine Lebensenergie so schlecht? Kann mir einer das sagen? Was? Ich habe Fliegenpilz gegessen aus Versehen. So, Kiesenrad, Lebensenergie wiederherstellen. Ich esse jetzt alles, was man hier essen kann. Ich habe nichts mehr. Lebensenergieschaden wiederherstellen, Ausdauer. Schinken, Lebensenergie, nice. Renn, 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 renn. So, wo ist diese scheiß Stadt? Burg Steinfeld. Ich versuche jetzt einfach zu Steinfeld abzuhauen. Da gibt es ja andere Ritter. Vielleicht werden sie mir helfen. Ich laufe so ein bisschen in Zickzack. Gut ist, dass ich da jetzt eine Ruine entdeckt habe, die aussieht wie die Eileiden-Ruinen. Aus... Was, warum bringt mir denn meine Heilung so wenig? Nee, jetzt nicht noch ein Berglöwe oder was auch immer das ist. Ich hoffe, der greift den Magier an. Oh, wo ist denn diese Burg Steinfeld? Oh Gott. Nein, warum? Ich verstehe nicht, warum sich meine Lebensenergie so schlecht regeneriert, Mann. So, Vultat. Lebensenergie, er stellt 12 Punkte für 4 Sekunden, nimm dir das. Ja, das ist doch was. Weg, renn, 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 renn. Ich habe es fast geschafft. Ich bin schon in der Burg. Mann, ey. Ekelhafter. Er wird von Tieren angegriffen. Das ist meine Chance. Ich habe ihn fast. Ja, halt dich. Ekelhafter, du. Du darfst dich doch nicht. Ja, ja. Also der Magier war einfach OP. Das heißt, wenn ich den Magier getötet habe, ist die Ruine eigentlich gar nicht mehr so krass bewacht. Ich schaue nur mal, welche Ruine das war. Das war in so einer Elementarschmiede. Da ist sie. Elementarschmiede Beldur. Oh, dich werde ich besuchen, früher oder später. Wenn ich ein bisschen stärker bin. Denn wenn ein Kampfmagier so ein Problem für mich war, dann werden mehrere davon mich zertrümmern. Leichte Rüstung, die 5 Schutz hat. 5. Ist besser als meine schwere Rüstung, Leute. Templerhandschuhe, es ist einfach nur besser. Das ist einfach nur besser als meine gesamte Rüstung, plus dass sie leicht ist. Ah, warum ist sie so gut? Ach nee, hier, das ist schwer, nur das ist leicht und das ist leicht. Ich nehme es mit und werde tatsächlich mich nochmal umziehen, einfach nur, weil seine Rüstung besser ist, zurzeit noch. Handschuhe sind wenigstens schwer und Schuhe sind schwer. Meine Stahlhandschuhe können dann weg. Die Schuhe können weg. Laufen kann ich noch nicht. Ja, Brusthaar nicht. Zeit Toja nehmen. Ja, leichte Rüstung, aber trotzdem sehr guter Schutz. Wildschweinchen. Ah, was zu essen. Nice. Puh. Okay. Und endlich wieder zur Burg Steinfeld. Haltet ein! Ihr habt euch eines Verbrechens schuldig gemacht. Entweder zahlt ihr das Kopfgeld, das auf euch ausgewiesen ist, oder ihr geht ins Gefängnis. Okay, also ich bin in der Stadt angekommen und habe versucht, an den Schmied meine Sachen zu verkaufen und habe aber den Zauber Falsche Scham benutzt. Anscheinend darf man mich dabei nicht sehen. Und man hat mich dabei gesehen. Und jetzt muss ich wieder in den Kerker. Meine Rede. Aber jemand wie ihr sollte nicht auf die Leute losgelassen werden. Ja, komm, bring mich jetzt. Erspar mir dein Gelaber.
Jetzt werde ich wieder Attribute verlieren. Kann man hier wirklich nicht irgendwie wegrennen oder sowas? Ohne Attribute. Es muss doch eine Möglichkeit geben, hier abzuhauen. Mann, ey. Naja, dann muss ich wieder Attribute verlieren. Schade. So. Folgendes ist aber gerade passiert. Ich habe... Ich habe wieder einen Level gekriegt und dort stand auf einmal, dass ich jetzt Magie Rang 2 bin. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo ich jetzt sehen kann, welcher Magierang ich bin. Hier, zum Beispiel hier, das ist mein Charakter. Wo ist hier der Magierang? Wo ist hier der Magierang? Wo? Ich weiß es nicht. Aber ich habe eine Rune. Magierang 2. Mal schauen, ob ich die jetzt benutzen kann. Was? Wo sind denn die Rune? Ach da, genau. Rune heilender Funke. Und was ist denn jetzt? Kann ich die jetzt wirklich benutzen? Aha, heilender Funke Rang 2 wurde erlernt. Okay, jetzt habe ich es erlernt, weil ich Rang 2 bin. Warum auch immer, ich weiß nicht, warum ich Rang 2 war. Nachdem ich den Level gekriegt habe, wahrscheinlich ab einem bestimmten... Ich kann mir vorstellen, dass... Ich habe ja Willenskraft jetzt 43. Das heißt, ab einem bestimmten Level an Willenskraft bekommt man wahrscheinlich Magieränge. So, jetzt habe ich aber die Rune erlernt. Was bedeutet das für mich? Dass ich die jetzt irgendwo benutzen kann? Hole Heilender Funke, Rang 2. 10 Punkte. Gut, auf 3. Und was hatte ich denn davor? Ah, ich hatte Lichtfunke. Ist auch 10 Punkte. 10 Punkte an sich selbst. Und hier war 18 Punkte für 3 Sekunden. Das ist sogar besser. 10 Punkte. Gut, also wie gesagt, auf 3. Nice. So, und jetzt endlich. So, warum renne ich jetzt nicht? Jetzt endlich mal zu der Gräfin. So, ja, der ist schon hier natürlich, ne? Ja. Hattet ihr Erfolg? Ja? Das ist Quest in der Tat erfreulich zu hören. Ich denke, ihr habt euch eine angemessene Belohnung redlich verdient. Eine Boddenbrook lässt sich nicht lumpen, lasst euch das gesagt sein. Hier habt ihr euer Gold. Ich habe schlanke Hand noch ein wenig auf die eigentliche Prämie draufgesetzt. Nice. Denn wisst ihr, leisten kann ich es mir ja selbst in diesen ungewissen Zeiten des Krieges. Was euch aber wiederum nicht zu interessieren hat. Gleichviel, ich bin zufrieden mit euch. Darauf könnt ihr euch gerne etwas einbilden. Falls ihr übrigens Interesse habt, euer Engagement in meinen Diensten zu verlängern, könnt ihr dabei helfen, ganz besondere Waren aus allen Teilen des Landes zusammenzutragen. Kurz, es geht dabei um modisches Schuhwerk. Ganz recht, meine Leidenschaft benötigt steten Nachschub. Wenn ihr auf euren Reisen ein adrettes Paar Schuhe seht, so bringt es mir und ich werde euch entlohnen. Ich bin offen für vieles. Samt, Seide, Brokat, Lammleder, alles was gerade en vogue ist. Und nun dürft ihr gehen. Es gibt genügend andere Angelegenheiten, die meine Aufmerksamkeit bedürfen. Ja, sie mag also Schuhe, das haben wir schon mal gesehen in ihrem Zimmer. Ja, so sehe ich jetzt also aus mit meinem leichten Brustharnisch, der wie eine schwere Rüstung aussieht. Wartet bitte noch einen Moment. Aha. Ich will euch noch vernünftig danken für eure Hilfe. Wer weiß, wie die ganze Aktion ohne euch ausgegangen wäre. Und ich möchte euch etwas schenken. Es ist eine Axt. Ihre Schneide ist aus einem Metall, das so hart ist wie Granit. Wow. Mit einem Wort also, eine vortreffliche Waffe. Ist sie besser als mein Langschwert? Mein neu erworbenes und sehr edel aussehendes Langschwert hier, seht ihr selbst, der macht ja 14 Schaden. Was ist jetzt mit seiner Streitaxt? Wie viel Schaden macht die? Ich bin gespannt. Stumpfe Waffe, das ist eine stumpfe Waffe, okay. Und meine war... steht nicht drauf. Ja, wieso? Zweihändig, ach, Klingenwaffe, wahrscheinlich eine Stumpfe Waffe. 8 Schaden macht sie. Und ist zweihändig. Und meiner macht 14 Schaden. Okay, ja. Geiles Geschenk ist es nicht. Werde ich verkaufen. So. Und jetzt habe ich wahrscheinlich sogar genug Gold, um einen Esel zu kaufen. Denn Esel kostet 500, ich habe nur 128. Gut. Das mache ich aber wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.